Es gibt sehr gute Neuigkeiten für Black Ops 6 Zombies. Wir haben unter anderem durch den Call of Duty Podcast, wo der Creator Mr. Dalek JD auch mit dabei war, erfahren, dass wir dieses Jahr noch eine dritte rundenbasierte Zombie-Map für Black Ops 6 bekommen. Des Weiteren gibt es noch einige Leaks zu einem klassischen Zombie-Modus und noch zu ein paar Modi, die es schon mal in Call of Duty Zombies gab, die vielleicht zurückkommen können. Und zu guter Letzt reden wir nochmal über die Leaks, die wir bis jetzt über den Outbreak-Modus haben, denn da gibt es auch einige Sachen, die man darüber schon erzählen kann. Falls ihr in Zukunft solche Infovideos nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem Video. An der Stelle nochmal der kurze Reminder, schaut gerne auf meinem Zweitkanal vorbei. Da bin ich wieder sehr aktiv und lade jeden Tag Videos zum Thema Zombies hoch. Hier werden unter anderem die Waffentest-Videos hochgeladen. Ich lade hier aber auch Custom-Zombie-Maps hoch oder alte Zombie-Maps. Ich werde hier sehr wahrscheinlich die Pack-a-Punch auf jeder Map-Serie hochladen, also jede Map einzeln einmal hochladen. Und dort werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Content von mir sehen. Falls ihr da Bock drauf habt, lasst gerne ein Abo da. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut, vor allem in Black Ops 6 wird hier noch sehr, sehr viel Content kommen. Aber jetzt, Leute, viel Spaß mit den News. Es wurde offiziell von Treyarch bestätigt, dass wir in Black Ops 6 Zombies eine dritte rundenbasierte Zombie-Map noch dieses Jahr bekommen werden. Das Ganze wurde im Call of Duty Podcast von Kevin Drew selber bestätigt. Er hat gesagt, dass wir dieses Jahr eine weitere rundenbasierte Zombie-Map bekommen. Und das ist natürlich eine extrem gute Neuigkeit für alle Zombie-Fans, denn wir werden schon am Release 2 rundenbasierte Zombie-Map spielen und in Season 1 Reloaded, was voraussichtlich dann im Dezember sein wird, werden wir mit Sicherheit eine neue rundenbasierte Zombie-Map bekommen. Da wird man also in der Weihnachtszeit extrem viel Zombies spielen können. Alleine mit Terminus Island haben wir ja wahrscheinlich schon zum Release sehr, sehr viel Content, eine sehr große Map mit sehr vielen Easter Eggs und sehr vielen neuen Sachen, die wir herausfinden müssen. Gleichzeitig ist dann auch noch Liberty Falls verfügbar und dort gibt es auch Easter Eggs, Side Easter Eggs. Wenn wir das Ganze mal mit Black Ops Cold War vergleichen, dort haben wir zwar auch in Season 1 Reloaded eine neue rundenbasierte Zombie-Map bekommen. Das Ganze war aber erst im Februar. Am 4. Februar haben wir Firebase C bekommen. Das heißt, wir hatten bis zum 4. Februar nur eine einzige rundenbasierte Zombie-Map. Und zuvor hatten wir auch keinen weiteren Modus. Lediglich auf der PlayStation hatte man den Ansturm-Modus noch zusätzlich. Also da war der Start von Black Ops Cold War etwas mager. Das hat natürlich auch viel mit den Umständen damals zu tun gehabt. Jedoch war das eine sehr, sehr lange Phase, wo wir nur eine Zombie-Map hatten. Aber nichtsdestotrotz hatte ich persönlich damals auch viel Spaß auf dieser einen Map für diese lange Zeit. Jedoch wird das dieses Mal anders sein und wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen mit dem Zombie-Modus, was ich persönlich extrem, extrem cool finde, dass wir so viel Content zum Start haben und dass wir dann darüber hinaus über die Seasons noch weitere Maps bekommen. Das wurde ja auch schon bestätigt. Wir haben insgesamt 6 rundenbasierte Zombie-Maps, die kommen sollen. Also einmal die Maps, die dieses Jahr noch kommen, also Terminus, Liberty und dann noch die letzte Map, wo wir noch nicht wissen, wo diese Map stattfindet oder wie diese Map heißt. Und dann im kommenden Jahr werden dann auch noch 3 weitere rundenbasierte Zombie-Maps kommen, über das Jahr verteilt. Wahrscheinlich werden dann die verbleibenden 3 Maps in Season 3, Season 5 und Season 6 kommen, zumindest so könnte ich mir das vorstellen. Und dann hätten wir auf jeden Fall sehr viel Content über die Seasons und ich denke mal, in Black Ops 6 werden wir nicht verhungern, was den Content angeht, nicht so wie in MWZ. Da mussten wir immer 2 Monate auf neuen Content warten und wir waren dann nach 2 Tagen mit dem neuen Content durch, wenn der dann rausgekommen ist. Das Ganze wird bei Black Ops 6 hoffentlich nicht der Fall sein. Die Frage ist natürlich, wie lange wir für den ganzen Content brauchen, aber ich denke mal, eine rundenbasierte Zombie-Map hält länger als irgendwelche Story-Missionen oder ein Dunkeläther wie jetzt in MWZ. Aber wenn wir schon beim Content von Black Ops 6 sind, jetzt gehen wir nochmal auf ein paar Leaks ein, was Modi angeht. Der Grief-Modus, den es damals in Black Ops 2 Zombies gab, soll in Black Ops 6 zurückkommen. Zumindest sagen das aktuelle Leaks. Wer von euch den Grief-Modus nie gespielt hat, hier gibt es einmal eine kleine Zusammenfassung von dem Modus. Das Grundprinzip war, ihr hattet 2 Teams, die gegeneinander versuchten zu spielen und das Team, was länger überlebt und mehr Punkte macht, gewinnt. Ihr könnt euch gegenseitig nicht eliminieren, ihr könnt die Gegner lediglich irgendwie sabotieren. Das Coole an dem Modus war, dass man hier mit bis zu 8 Spielern auf einer rundenbasierten Zombie-Karte spielen konnte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieser Modus zurückkommen könnte, denn dieser
Modus würde in das heutige Gameplay sehr, sehr gut reinpassen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass je nachdem, wie viele Zombies dort spawnen könnten, das Ganze auch relativ interessant werden kann, wenn es darum geht, wer länger überlebt. Ich kann mir aber hier vorstellen, dass dieser Modus in einer abgeänderten Variante dann kommen könnte, denn wir würden in Black Ops 6 viel zu lange überleben, dadurch, dass man Platten hat, dass man Juggernaut hat. Man überlegt extrem, extrem viel, und wenn man mit vier Spielern ist, ist es natürlich auch ein bisschen einfacher zu überleben, weil man sich immer wieder wiederbeleben kann. Ich könnte mir hier vorstellen, dass der Modus eher darauf ausgelegt wird, dass man dann 20 Runden vielleicht überleben muss und dann das Team mit den meisten Kills oder mit den meisten Punkten gewinnt dann. Ein weiterer Modi, der in den Leaks gefunden wurde, ist der Jingle Hells Modus. Diesen Modus gab es in Black Ops Cold War und den könnte ich mir sehr gut vorstellen in Black Ops 6. Das Besondere an diesem Modi war eigentlich nur, dass die Zombies hier weihnachtlich geschmückt worden waren und die ganze Map auch weihnachtlich aussah. Und wir hatten hier auch noch Schneebälle, die man benutzen konnte. Und soweit ich weiß, gab es auch Geschenke. Hier könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie da eine Kombination aus dem Jingle Hells Modus und dem Halloween Modus in Black Ops 6 reinbringen werden. Denn in dem Halloween Modus hatten wir die Kürbisse, wo wir verschiedene Waffen mit verschiedenen Raritäten gedroppt bekommen haben. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool damals, der Halloween-Modus in Black Ops Cold War. Und ich hoffe auf jeden Fall sehr, wenn sie diesen Modus zurückbringen, dass sie diese Aspekte mit reinbeziehen. Also, dass ihr irgendwie Geschenke haben könnt, wenn ihr diese öffnet, dass ihr dann vielleicht irgendeine Pack-a-Punch-Waffe oder eine Wunderwaffe oder so bekommt. Also, es war schon ziemlich, ziemlich gut, die Belohnungen aus diesen Kürbissen. Und das könnten sie natürlich auch sehr gut mit den Geschenken machen. Aber es könnte natürlich auch sein, dass man hier irgendwie einem Elite-Gegner dann auf einmal begegnet. Könnte ich mir persönlich als sehr spaßig vorstellen, aber was meint ihr? Wünscht ihr euch den Jingle Hells Modus zurück in Black Ops 6? Es gibt einen Leak, dass in Black Ops 6 Zombies ein klassischer Zombie-Modus zurückkehren soll. Wir wissen ja schon, dass es einen Guided Easter Egg-Modus gibt, der uns erklärt, wie die Easter Eggs funktionieren. Und es soll hier auch noch einen weiteren Modus geben, und zwar den klassischen Zombie-Modus. Man weiß hier jedoch leider noch nicht, was genau dieser Classic-Zombie-Modus bedeuten sollte. Die Leute vermuten hier, dass dieser Modus so sein könnte wie der Zombie-Modus, wie wir ihn damals kannten. Also ohne Loadouts, ohne Platten, ohne Feldausrüstung, also vielleicht wieder Back to the Roots Zombies. Das Ganze ist jedoch noch ein Leak, und es könnte es sein, dass dieser Classic-Zombie-Modus auch einfach nur der normale Zombie-Modus in Black Ops 6 bedeutet, also dass wir einmal den Guided Easter Egg-Modus haben und den klassischen Zombie-Modus. Bis jetzt ist das Ganze natürlich nur ein Gerücht, und es könnte natürlich sehr, sehr gut sein, dass das Ganze auch nur der normale Zombie-Modus ist. Aber es könnte natürlich auch sein, dass das ein extra Modus ist für Spieler, die den alten Zombie-Modus bevorzugt haben. Und da bin ich sehr gespannt, ob die Leute dann auch wirklich diesen Modus spielen wollen würden, wenn es diesen Modus gäbe. Also wenn man die Möglichkeit hat, einen alten Modus zu spielen, wird man den dann auch spielen oder spielt man einfach den normalen Zombie-Modus? Das würde mich mal interessieren. Würdet ihr diesen klassischen Zombie-Modus dann spielen in Black Ops 6 oder würdet ihr einfach den Standard-Zombie-Modus, so wie Black Ops 6 ist, würdet ihr das so spielen? Würde mich sehr interessieren. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. In Black Ops 6 wird es auch wieder einen Multiplayer-Zombies-Game-Mode geben. Das Ganze wird beim Halloween-Event stattfinden. Call of Duty Black Ops 6 kommt ja am 25.10. raus und startet somit während der Halloween-Saison. Und sie werden hier wahrscheinlich auch wieder ein Event reinbringen zum Start von Black Ops 6. Und hier wird man dann im Multiplayer Zombies spielen können. Also man wird hier wieder Zombies rumlaufen haben. Das Ganze gab es auch schon mal in MW3. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das sein wird, wenn wir in Black Ops 6 Multiplayer dann auf Zombies treffen werden. Was haltet ihr davon? Würdet ihr diesen Multiplayer-Zombies-Modus spielen und habt ihr diesen Multiplayer-Zombie-Modus in MW3 gemocht oder nicht? Ich fand es auf jeden Fall interessant. Es war ein cooles Event, aber es war auch nicht mein Favorite-Spielmodus. Kommen wir als letztes nochmal zu dem Thema Outbreak. Wird Outbreak in Black Ops 6 zurückkommen? Das ist eine Frage, die sich viele Spieler stellen. Das ist auch was, was sich viele Spieler wünschen. Jedoch gibt es schon einen Leak bezüglich Outbreak. Es gibt nämlich eine Karte, die wahrscheinlich die nächste Warzone-Karte sein wird, die wir dann 2025 bekommen werden. Und zwar ist es die Avalon-Karte. Und diese Karte soll voraussichtlich
auch für den Outbreak-Modus bzw. MWZ-Modus, nenne ich ihn jetzt mal, auch benutzt werden. Jedoch ist die Frage, wird das Ganze in Black Ops 6 passieren oder in dem darauf folgenden Call of Duty, denn es wird sehr wahrscheinlich nach Black Ops 6 einen weiteren Black Ops-Teil geben, der sehr wahrscheinlich dann auf Black Ops 6 aufbaut. Und hier soll es laut Leaks wahrscheinlich dann einen Outbreak bzw. MWZ-Modus geben. Und dieser Modus wird dann auf dieser Avalon-Karte spielen. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich persönlich fände das auf jeden Fall ziemlich cool zu wissen, dass wir nächstes Jahr auch wieder Zombie-Content haben. Natürlich müssen wir ein neues Call of Duty kaufen und haben dann im Prinzip Black Ops 6 2.0. Jedoch bin ich froh darüber, wenn wir dann auch noch neuen Content bekommen und wenn so ein Outbreak-Modus kommt. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir dort auch noch weitere rundenbasierte Zombie-Maps, vielleicht auch Remastered-Elemente, vielleicht kommt da ein Zombie Chronicles 2 oder sowas in der Art. Also es könnte auf jeden Fall sehr viel Gutes heißen, wenn wir einen weiteren Black Ops-Teil nach Black Ops 6 bekommen. Ich persönlich finde das sehr gut, weil dann wissen wir, Zombies bleibt immer noch relevant, denn wir hatten ja jetzt echt 2-3 Jahre, die echt nicht wirklich gut waren. Eigentlich nach Cold War bis jetzt war der Zombie-Modus wirklich sehr mager unterwegs. Das Beste, was wir in der Zeit hatten, war MWZ und der Modus war auch sehr umstritten. Und deswegen bin ich eigentlich froh über jedes bisschen Zombies, was wir noch bekommen werden. Und vor allem, wenn das noch in einem Black Ops-Teil stattfindet, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Zombie-Modus dann mit mehr Liebe bearbeitet wird, als jetzt so ein Vanguard-Zombies oder ein MWZ. Da bin ich mal sehr gespannt und hoffe sehr, dass das Ganze auch stattfinden wird. Es sind natürlich nur Leaks. Es kann ja auch sein, dass sie dann dieses Projekt dann wieder abblasen und dann sagen, nee, wir machen keinen Outbreak mehr. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Outbreak-Modus irgendwann wieder zurückkommt, denn der hat auf jeden Fall sehr viele Spiele abgeholt und der Modus hatte auch nicht sein ganzes Potenzial entfaltet, denn wenn wir ehrlich sind, waren die Maps vom Outbreak-Modus mit das Schlimmste, doch der Spielmodus an sich hat sehr gut funktioniert. Wenn man da noch die Maps so optimiert, dass sie zu Zombies passen und in diese Zombies-Atmosphäre passen, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser Outbreak-Modus extrem gut ankommt. Vielleicht verknüpft man Outbreak und MWZ, sodass es eine neue Art von Open-World-Zombies geben wird und ich denke, das wird sehr viele Spiele abholen, denn in MWZ haben wir gemerkt, dass der Open-World-Zombie-Modus auf jeden Fall eine große Player- hat und auch in Zukunft wahrscheinlich haben wird. Wenn man das Ganze noch ein bisschen optimiert und vielleicht ein paar rundenbasierte Aspekte mit einbaut, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser Modus auf jeden Fall sehr viel Erfolg in der Zukunft haben wird. Aber ich denke mal, das ist alles noch sehr weit in der Zukunft. Deswegen lasse ich euch da einfach mal mit diesen Gedanken aus diesem Video. Wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, dann lasse ich euch natürlich das Ganze wissen. Lasst also auf jeden Fall ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Falls ihr nochmal ein Übersicht zu Liberty Falls sehen wollt. Hier habe ich euch mal alles von Liberty Falls in dem Video zusammengefasst. Schaut euch das gerne an. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.